Event, Charity Event. Und wie ihr seht, sind wir schon losgefahren. Wir fahren von Bergen aus vorne sind sie. Los und wir fahren hier mit 20 km/h. Wie ihr seht, fahren wir hier gerade im Schneckentempo die Straße entlang. Also wer Gas gibt, kann es doch ein. Also wenn ihr mich mal ein bisschen quatschen hört, dann bin ich mit dem TS am Quatschen. Von Bergen aus, wohin fahren wir? Nach Kiel, dort machen wir eine kleine Pause, etwa dreiviertel Stunde. Ich weiß auch nicht, ob ihr den TS hört. Wenn ich irgendwas quatsche, wisst ihr Bescheid, ne? Habe ich glaube ich schon gesagt, dass ich mit dem TS quatsche. Und boah, Tommy, du fährst 60 in der Stadt, hör auf damit! Es geht hier heiß, ja, ich habe wenigstens noch 15 FPS. Das reicht, locker. Okay. Naja, ich auch nicht. Ja, Octavia, danke. Was? Du hast mit deinem High-End-Rechner auch bloß 5 FPS. Bin ich froh. Aber ich habe es gerade 10. Ich hoffe, ihr hört, ich weiß nicht, ob ihr das hört, den, wer ist jetzt den, ja. den Chat? Und als wir uns Web Warrant haben, da habe ich ja immer gesagt, hab ich ja gefragt, ob du in Fahrtrichtung stehst. Den ne? Chat im TS hört, das weiß ich jetzt nicht. Ich stand da nicht neben dir, ich stand neben sollte eigentlich nicht, aber ich glaube, ich kann den nicht ausschalten, von daher. Ja, ich bin denen gefolgt, dachte mir, was machst du denn da jetzt? Da habe ich dann geguckt, okay, du bist ganz vorne. Alles ich frage mal eben nach, ob das schlimm ist. Leute, eine Frage. Ja. Ist das schlimm, wenn man euch beim bei meinen Aufnahmen hört? Nicht also schlimm. Mich stört's nicht. Auch oh, nicht schlimm. Stört nicht. Nee, passt. Okay. Du musst meinen Namen nicht nennen, bitte. der ICE gehört zu uns, ne? Ice ja, der gehört zu uns. Gut, dann kann ich den hinterher also fahren. Jetzt, wie ihr wisst, ist das egal, wenn man euch, wenn man die Leute hört, ihr könnt einfach mit zuhören und es auf euch wirken ich lassen. Ich mit dem Pfeil nach hinten. Ich nicht, du kannst mir wir sind auch recht langsam unterwegs, aber wir müssen aber ja auch die anderen gucken, dass die mit hinterherkommen. Ja, was eingeht. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wenn ich stehe, dann. Ja, nee, das, wenn dann kann ich den aufrufen. Ach so. Ich hab ihn aber also ich glaube. Also ich rede jetzt mal nicht so viel, weil ich müsste auch ein bisschen mehr zuhören. Ne? Das okay, ist der Denker, denkt mal. Ich bin hinter Wobra. Das könnt ihr euch verstehen. Der Fahrt ist schlecht. Übrigens, LP John Meyer streamt live. Ich musste zur Werkstatt. Kann sein, dass ich das natürlich auch da gucke. Werkstatt. Wäre natürlich super. Ich wurde zusammen einen gespawnt und rausgefahren. Ja, ich war eben gerade auch noch mal ganz spontan tanken. Also bei mir gehen gerade die FPS runter. Aber das auch, weil wir jetzt mehr werden, das ist klar. Wer ist hinter mir? Ich bin hinter Kelly. Mani ist da. Moin, Eis. Ah, Eis, Eis, Baby. Eis, Kelly. Eis hat es ja dann doch noch geschafft. Nur unser ja, Eisbaby nicht. Dran. Wir haben ja auch ein Eis, der ist aber Eisbaby. Der hat es nicht geschafft. Alter. Echt nicht? Sind eigentlich alle hinten dran? Oder ja. Aber wer ist Wobra? Ich. Ja, siehst du, ich leck ein bisschen vorne, ne? Aufpassen. Liege war mal ein bisschen höher. Bist der neueste Junge, oder? Ja, ja. Ja, aber bei mir zuckelst du gar nicht. Also. Ja, wird gleich ein bisschen weniger, falls es lenken sollte. Ich versuche, ich halte mal ein bisschen mehr Abstand. Wollen wir erhöhen die Geschwindigkeit? Ja, ich würde mal sagen, wir haben einen ihr seht, ich muss aufpassen. Ich so weit komme. Da hinten. Hinten hast du den E-Bus 10. So, wir sind auf 50 erhöhen. Gucken, dass ich bei neuester Junge hinterher halte. Und dass das mit dem Umgelenke passt. Ich bin raus. Waren schon. Oh, ich weiß. Also vorne sind wir jetzt auch schon raus, aber fahren jetzt gerade mal rein. Okay. Und die also 50 km/h, raus. Wir müssen uns auch noch einholen können. Müsste doch möglich sein. So, also wir haben ein paar verloren, so wie es aussieht. Wie viele Fahrer wir sind? Ja, schon einige. Also 20 mindestens. Also wenn ihr es gehört habt, wir sind mindestens 20 Fahrer. Eben weil meine Liste irgendwas mit 22, 23 Leuten. Ich fahr mal kurz ein bisschen schneller, damit ich die Leute einhole. Und das sind dann noch welche jetzt außerhalb von uns. Bei mir sind 11. Falls ihr es ruckeln seht, das ist ja, halt, ne, weil ihr so viele online sind. Schatz ist von der Arbeit da, also es kann sein, dass die jetzt am Chat überlebt.
Schatz, ich muss dir was beichten. Das hören jetzt zwar alle, auch die was aufnehmen. Ich habe nicht gekocht, ich war zu faul heute. Ich habe dort bloß Wurst ziemlich gegessen. Gell? Weißt Bescheid. Ja, du wirst jetzt ausgepeitscht. Ja, aber volle Power. Ich hab bloß zu euch gesagt, dass ich Zeug gehabt. Ihr seht, es ist recht lustig, wie ihr hört. Wenn ihr von der Haustür vorbeifahren, lass ich was kochen. Boah! Du musst mich konzentrieren, dass ich die Leute nicht verliere hier. Fahr mal ein bisschen näher ran. Das kommt mich ja nicht. Und habt ihr gehört? Denen das Essen ausliefern. Habt ihr gehört? Sie sagt, sie liebt mich trotzdem, aber das sagt sie bloß, weil sie jetzt Fremde dabei sind. Aber das ist auch so schlagen. Ich weiß, ich ärgere sie da bloß. Dann kann ich auch nicht ärgern. Ich kann eigentlich ein bisschen Gas geben, weil sonst verziehen wir uns weit auseinander. Hinter mir ist gar keiner mehr irgendwie. Ja, ich gebe gerade Gas, aber ich bin jetzt fast bei 80. Aber ja, ich habe nicht die volle Maschine, weil ich ja den Spielstand erst relativ neu habe. Sie kann gerade nicht. Fahren wir jetzt 80? Nee, warte mal. Wenn alle noch ein bisschen auseinander sind, dann würde ich nochmal warten kurz. Also ich bin jetzt bei 87. Ja, gut, dann gehen wir hoch. Mich hat gerade ein Fremder versucht. Wir müssen aber gleich versucht, auch ein bisschen wieder runtergehen. Überholen und ist gegen eine Laterne gefahren. Die haben ja, ist das nur bei Convoys, ne? Ja. Jetzt sieht man schon die blauen Punkte. Also man weiß ja, oh, das sind viele. Aber ne, da muss man es immer noch probieren. Warte schon, siehst du mich noch? Weil ich sehe deinen Punkt hinter mir nicht mehr. Ich sehe deinen Arsch noch. Alex, ah, da kommt einer hinter mir. Ich habe den Schneemod hab ich ausgemacht, weil wegen FPS. Genau, ich habe eigentlich auch alle Mods ausgemacht, aber bei mir sieht man ich alles hab noch. Ich habe Schneemod noch an, ich habe gerade 60 FPS. So, ich bin jetzt wieder bei hinter Mopra. Also relativ hängen. Ich habe immer noch bei mir den Schnee. Mal eine Frage, wir fahren doch nicht gleich durch so eine Tunnel, wo ein Kreisverkehr in der Tunnel drin ist, oder? Oh. Ja, das war drin. Doch. Das kann ich bestimmt bitte hängen. Extra für dich eingeführt. Ja, ich wollte eigentlich, dass du vorfährst, aber dann wären wir morgen in Budapest. Darum habe ich gesagt, fahrst so du hinten. Ja, ich bin ja, zwischen uns ist ja ein LKW, das ist ja optimal. Ja, ja. So, ich verliere gerade euch. Ich muss mal ein bisschen schneller fahren hier. Wie viel fahrt ihr eigentlich da vorne? Ich fahre. 80 fahren wir aktuell. Ja, und ich bin bei fast 70. Und habe bei mir. Müssen wir vorne ein bisschen runtergehen? Dann gehen wir mal hier auf 60. Ja, so dass ich. Genau, geht mal auf 60, so dass der Konvoi ein bisschen enger zusammenrutscht. Wäre nicht schlecht. Wo sind denn die letzten? Also, wir sind noch im Tunnel. Ein bisschen weiter hinten. Die letzten sind hinten. Aber jetzt habe ich bessere FPS. Auch eine Mautstelle. Auch. Rechts halten. Läuft jetzt ein bisschen besser. Da glaube ich, die ich quer nehmen wollte. Warte schon, wenn. Leute, Octavia und KKG, wenn irgendwas im Stream nicht passen soll, sagt mal bitte Bescheid, gell, wenn es pixelt oder leckt oder wie auch immer. Fahren wir an der rechten Seite vorbei bei den Mauts hier? Ja, so, dass wir ohne Stopp durch können, okay. Ich will nicht stoppen. Seit wann schneit es im Tunnel? Den Bock hab ich auch. Ja, es ist eine Simulation, da regnet es auch im Tunnel, da regnet es in Bahnhöfen. So, erster Kreisverkehr. Der Tunnel ist einfach undicht. Jo, jetzt kommt der Kreisverkehr gleich. Mal gucken, wie das schön das wird da vorne. Ja. Ich fahr mal ein bisschen langsamer. In der Würde vorne wird es sich dann wohl ein wenig stauen. Als so, wir kommen langsam näher. Wir müssen ja eh ein bisschen langsamer werden, weil ne, wir müssen ja auf die 60 km/h kommen. Ich hoffe, das funktioniert alles hier mit dem Aufnehmen. Der Octavia meint, der Schnee im Tunnel ist das Koks des Vorausfahrens. Ja. Kelly. Kelly. Kannst du mal deinen Koks mal drin lassen? Wo ist Joel Kelly? Da weiß ich jetzt, was Nico für eine Ladung hat. Aber da kommt ganz schön viel. Nico? Kommt ja? Ziemlich viel. Kann das sein, dass du ganz schön viel geladen hast? Hä, ist der Joel Kelly auch mit? Euch? Was? Ist der Joey ja, genau. Kelly auch mit? Genau, also, wenn ich jetzt ein bisschen leise bin, ich höre ja viel dem Chat mit zu. Weil ich muss ja auch ein bisschen mithören, falls da irgendwas ist oder so, falls wir vielleicht sogar anhalten müssen oder langsamer fahren müssen. Also wundert euch nicht, wenn ich...
sehr langsam, sehr wenig rede. Aber ich möchte das dann schon mitbekommen. Ich gehöre jetzt. Ja, Stefan Raab hat keine Zeit gehabt, der hat gesagt, er macht sowas nimmer. Also wäre er auch nicht gefahren. So, erhöhen wir mal wieder auf die 80. Müssen wieder Gas geben, das geht so wohl nicht. Haben wir die wieder hinter uns verloren, ne? Ja. Ja, das ist das mit der Synchronisation. Das kriegen die einfach nicht hin. Da fährst du 80, wie ihr vorne angibt, und dann Bari 80, aber das ist dann irgendwie wie 60. Ja, irgendwie hauen die vorne mir ab und ich fahre auch 80. Oh, das ist ganz normal. Dann musst du dich halt ein bisschen anpassen. Deswegen ist es ja so, bei uns, in die, wenn wir Let's Plays machen, fahre ich immer vor. Und wir, nutzen ja das MyVTC, wo wir unsere Touren eintragen, einfach so zum Fahren. Kreisverkehr, dann bitte die erste wieder runter. Da habe ich am wenigsten Spritverbrauch. Erster Unfall im Tunnel. Was? Unfall im Tunnel? Ich wollte sagen, bleibt auch dahinter stehen, direkt hier. Ja, wir haben gerade reingefahren. Und ich habe 4% Schaden, weil ich ihn draufgefahren bin. Ja, aber beim Aufheger ist 16% Schaden. Ja, Mama, ich habe noch beides 0. Ich hab 0 noch. Also ich habe keinen Schaden. Also ich bin jetzt mal gespannt, also es wird ja wohl länger dauern jetzt, dass die Fahrt. Wir haben später angefangen. Wie heißt du denn? Tabermeister. Ja, wäre immer schön, wenn ihr so den Namen dazu sagt. Ein neuester Junge, der fährt ja einen schönen. Optimal, wenn die Namen direkt im TS stehen würden. Also zum Beispiel die, die das gleichzeitig sehen können. Ich heiße ja auch Nico, aber ich habe Nico 2 hingeschrieben. Also Dion, mit einem Unfall kann ich doch nicht vermeiden, ne? Ach mein Gott, das war so klar. So, was passiert immer. Wieso? Du kannst noch so vorsichtig fahren. Das ist ja das, was ich gesagt habe. 100 Meter kannst du auch gar nicht einschätzen, weil bei dem einen schaut es aus wie 100 Meter, beim anderen sitzt du direkt drauf. Ist ein Das stimmt. Ich kann mich noch an die Anfänge vom Multiplayer erinnern. Da war es ja noch schlimmer. Ich auch. Da war das richtig schlimm. Ja. Da wurde nur gerammt, da brauchst du am Tag hat es 10 Millionen ausgegeben. Also ich habe am Anfang mir einen Spielstand für Multiplayer gecheatet. Mittlerweile habe ich einen eigenen, den was ich jetzt hochfahre, aber vorher immer nur gecheatet, weil das war unmöglich. Ja. Da bist du auf keinen grünen Zweig kommen. Jetzt wird aber seht, fahren noch einige sehr vernünftig, aber es kommen immer wieder irgendwo welche durch. Weiß auch nicht. Aber es ist schon ruhig geworden. Die Admins auch richtig durchgreifen, finde ich. Wie ihr seht, ich habe auch seit dem letzten Multiplayer-Spiel habe ich auch ein bisschen Geld eingenommen. Das sind 4,6 Millionen jetzt von 200.000. Aber passt schon. Das war seit dem letzten, ich musste mal kurz ins Singleplayer rein. Und ja, da seitdem jetzt habe ich auf einmal 4 Millionen. Neuester Junge, bist du besoffen? Nee, ich schreibe auch uns zu einem Steam. Nee, nur 3 Promille. So, ach, fährst du falsch. Ich schreibe auch eins zu einem Steam, deswegen. Ach so. Er nimmt jetzt auf, Wobra, du nimmst auf, gell? Ja, ich nehme auf. Mit wie viel FPS läuft das gerade beim Aufnehmen? Läuft das gut? Oder? Also ich habe 15 FPS. Ah, cool. Du kriegst einigermaßen gute Videos hin. Ja, also kein Geruckel bis jetzt. Wenn du dann die Videos hochladest, sagst du mir Bescheid, die hau ich dann bei mir auf die Charity Gamer Seite mit drauf. Jo, sag ich Bescheid. Ja, bei mir hau ich die dann so gesehen bei Convoy Club Deutschland nochmal in die Veranstaltung rauf. Das wäre super. Ach ja, wir den Preis, wir den Geld. Wie kann man Sport machen, weil... Toll. Wir möchten ja auch uns so gesehen intrigieren darin. Ach so, du willst doch Geld hergeben, dann noch einfach schicken. Nein, nicht Geld hergeben, sondern in der Preisgabe. Wir geben in der Gabe des Geldes. Das ist so noch verlinkt irgendwie. Ja, wie viel das zusammengekommen ist. Genau. Also ich kann jetzt Folgendes machen, das was heute zusammenkommt, das kann ich dann sagen. Das werde ich am Schluss von Convoy bekannt geben. Was natürlich danach kommt, kann ich nicht sagen, ob das jetzt wegen dem Convoy heute kommt oder nicht. Das weiß ich halt dann nicht mehr. Gut. Weil ich ja nur ein einziges Konto habe. Kein Problem. Aber ihr könnt bei 1 Million Kilometer für einen guten Zweck auf der Facebook-Seite wird alle paar Tage die Summe aktualisiert, was zusammenkommt. Da seht ihr dann immer, was wir jetzt zum Beispiel letztes Jahr im ersten Jahr zusammenbekommen haben. Und es läuft so. Jeder, wo spendet, wird namentlich erwähnt, wenn er will. Natürlich gibt es auch welche, die sagen, nee, halt meinen Namen da raus, aber passt schon.
dann steht natürlich kein Name mit dran, aber die Summen stehen da. Und im ersten Jahr ging es ja nur darum, um die Videos von dem ETS. Jetzt mittlerweile haben wir ja umgeswitcht. 50 Videoviews monetarisiert, geben 4 Cent in die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Da kommen jetzt im Monat so im Schnitt 20, 25 Euro zusammen, was von meiner Seite auskommen. Und dann halt das, was die Leute noch spenden. Das wird alles namentlich in Facebook in der Spendenliste aufgeführt. Und alle paar Tage, das mache ich nicht jeden Tag, aber alle 3-4 Tage, wenn wieder ein bisschen was zusammenkommen ist, da trage ich das wieder nach. So, dass immer jeder drin steht und da könnt ihr gerne reinschauen. Und die Summen werden auch ab und zu per Video bekannt gegeben, was wir haben. Heißt ja einer Sven? Ja, Sven Weyers. Oh, aber ja, mir wird es ein bisschen schlechter mit der FPS. Also ich bitte dich zu entschuldigen, aber bei der Menge von Fahrern hier, da ist das und, natürlich. Dann ist es auch so, dass wir zwischendurch dann immer so bisschen härter Sammlungen machen. Ich habe mal wieder die Klappe. Bitte aufpassen, haltet euch auf der rechten, es kommt uns gleich ein Fahrzeug entgegen. Ja, was für eins? Ein LKW, mehr kann ich nicht sagen. Du hast denn sonst gar nicht geplant? Ja, Kader heißt es. Entweder ein LKW oder ein Rennen. Eine Boeing 747. Oh, ist gleich entgegengefahren. Mofa. Ja, wir 8 Punkte auf die Karte, um ein Spiel zusammen lenken können. Ja, zum Beispiel, es gibt dann auch so Sonderspenden. Alle müssen ein bisschen runterfahren, weil die sind alle noch ein bisschen weit hinten. Wie jetzt, zum Beispiel letztes Jahr war Operation Pieksekiste. Da ich halte mal die Klappe, weil John gerade was erklärt und ihr werdet das dann ja auch sehen und zwar mal und in hören. Richtung Sommer was reinzumachen. Aber Operation Pixelkiste war letztes Jahr zu Weihnachten Spenden gesammelt für ein Elternförderkreis in Bonn von krebskranken Kindern. Da, die haben da so ein Haus, wo dann die Eltern pennen können, wenn, währenddem dass die Kinder ihre hier wird's knapp. In der Krebsklinik. Und so weiter und so fort. Und nächstes Jahr möchte ich mal für 1-2 Wochen in das Waldpiratencamp und mit den Kindern zusammenarbeiten, die was aus der Therapie kommen. Die haben dann dort die Möglichkeit, für 4-8 Wochen in das Waldpiratencamp zu gehen. Das ist so ein riesen Waldgebiet bei Heidelberg. Achtung, Achtung, Rama! Was, Rama? Ja, der hat uns gerade beide unter umgeworfen. Ja. Ach du Schande, da ist schon direkt der erste Idiot, der da die Leute umgehauen hat. Okay. So, ich sag mal so, ich liege jetzt auch in meinem Trailer. Achtung, der Rexe, Alter! Da vorne seht ihr schon. Achtung, aus. Quarte! Und da sind schon 2 Stück über den Haufen gefahren worden. Nein, Manni, den lass du schön brav. Der kann nichts dafür. Ja, ach, der kann was dafür. Warte schon aufpassen, der kommt entgegen. Am besten alle stehen bleiben. Nico? Wie kippt ihr euch? Wenn wir stehen bleiben, dann kann er uns keinen Schaden machen. So wie ich das erfahrungsgemäß. Bitte Vorsicht, Manni schreiben. Hinter mir. So können wenigstens alle wieder aufholen. Also die Folgen, die ich hier mache, die werden wohl dann etwas länger werden und entweder werde ich die noch zwischendurch ein bisschen schneiden oder so, dass ich ein paar mehr habe, aber es kann gut sein, dass ich dann jeweils 3 oder 4 Folgen habe. Ja. Bist du auch im Berg gerade? Nein, ich bin ein bisschen weiter. Also die sind weg. Wie weiter? Fahren wir jetzt weiter, oder? Wir stehen. Nico, du bist doch auch umgefallen, ja, mit 40 weiter. Ja, ich habe mich zurücksetzen lassen per Spielstand. Okay. Okay, ich die Route auf dem Navi mal kurz einstellen, nochmal neu. Können wir irgendwo warten, oder? Also ich fahre mit 40 langsam weiter. Also sind ein paar sind rausgeflogen natürlich. Wir fahren alle auf den Parkplatz drauf. Würde ich auch so sagen. Okay. Wenn wir da alle drauf passen. Fahrt mit 40 langsam weiter. Wir müssen noch auf. Weiter dann oder auf Alex fahren. Also weiterfahren oder auf dem Parkplatz? Parkplatz. Fahrt auf dem Parkplatz, ist besser. Okay. Und Gegenverkehr. Jo, da kommt wieder jemand. Der Parkplatz ist nicht so groß. Ah doch, der geht. Da passen alle drauf. Ist aber glaube ich keine No-Collision. Ja, du musst mal. Ist keine No-Collision, bitte aufpassen auf dem Parkplatz. Ja, da müssen wir halt alle schön hintereinander stehen. Und passen dort schon. Ne, übereinander geht ja nicht. Oh, bei mir ruckelt es ein wenig. Nein, geht nicht.
Ich bin nicht müde, wie ihr seht, aber ich guck mal, wo sind denn die anderen Leute? Jo. LKW wollte gerade rückwärts fahren. Ich stelle mich mal hinter einen von euch. Sind jetzt alle beide weg von der Konvoi-Leitung? Ja, alle beide. Der Plan war, dass wenn einer weg ist, dass zumindest noch der andere da ist. Ja, ne? Der war aber der eine liegt komplett da, bei dem anderen liegt der an der LKW auf dem Trailer drauf, bei mir zum Beispiel. Da lag man an meinen. Ja, das ist nicht gut. Ach mein Gott. Also wie ihr gehört habt, da sind einige Nico, rausgeflogen. Was heißt, das nächste Mal 3 Konvoi-Leiter, okay? Oder 4 am besten. Und die Leiter sind die rausgeflogen. Die Konvoi-Leiter aufteilen. Einen vorne, in der Mitte und am Schluss. Ja. Also genauso wie bei der Queen in England. Ja. Zum Beispiel. Fährt ja nie einer, fährt ja nie alle auf einmal. Ich hoffe, ihr könnt das hören, den Chat im TS. Oder wie im Bundestag, da teilen 10 Politiker angehören. Ist nicht schlecht, lustig. Ich habe extra auch den Ingame-Sound ein wenig runtergedreht, damit ihr das auch ein bisschen hören könnt. Hey, haben wir alle den Polaris-Lines oder was? Ne, fast alle. Ich nicht. Ja, fast alle. Ich auch nicht. Das ist ja cool. Ich habe einfach irgendeins angenommen, weil ich keinen anderen gefunden habe. Ja, egal. Ja, ich habe gleich seit der letzten... hinter mir. Ja, ich bin schon wieder da. Seit ich beim letzten Mal aufgenommen habe, hatte ich nur 200.000, jetzt habe ich 4,6 Millionen. Nico, nach der Mautstelle, wo muss ich denn lang fahren? Sag mal bitte. Warte eben. So, gerade mal ein Zigarettchen angemacht, ne? Weil ich fahre ja schon ein bisschen was und ich wollte mal eine rauchen. Noch nichts verändert schon. Ja, weil im Schatz irgendwie macht dann der PC irgendwie. Also, ich hoffe, wie gesagt, ihr hört das alles. Und da ich noch ein bisschen mit zuhören möchte und sowas, ne, wisst ihr Bescheid, bin ich auch ab und zu mal ein bisschen ruhiger. Und ich glaube, hier. Andi, bist du da? Ja, noch. Achso, Eistier hat was gesagt. Andi, bist du da? Kätzchen. Ja, schon später. Wir können weiter. Das heißt, Kartenchen ist auch da. Ja, am Arsch. Warum? Ist ganz hinten oder was? Ja. Hey, Wetter von Gamer. Ja, einer muss ja hinter uns herräumen. Ich bin sogar der Wirt. 2-3 LKWs vor mir. So, Alex. Also können wir weiter oder? Ich würde warten, bis Nico wieder da ist. Ich bin schon wieder da. Achso, okay. Plus Alex ist noch nicht da. Nach der Mordstelle musst du so gesehen beim Kreisverkehr rechts abbiegen. Das war's dann halt. Ach, wir haben ja Domian dabei. Ja, ich bin da. Wer Sorgen hat, kann mit mir reden. Ja, ich merke das schon, alles klar. Ja, ich habe auch viele Sorgen. Sollen wir anfangen? am Schluss sitzen wir beide in der Mac und heulen. Ja. Seht ihr eigentlich da oben mein 8-Ball? Der hängt ganz komisch. Ja. Der ist mir auch gerade eben durchs Bildschirm geflogen. Und der ist eigentlich fest. Domian, du musst mal ein bisschen beiseite fahren, weil gleich kommt einer noch von hinten. Dass er noch voll in dich reinfährt. Da kommt einer von hinten. Und fährt rein. Ja, da kommt einer von hinten. Fährt einer Ferkel, von hinten. Ferkel. Ich bin so froh, dass das nicht bei uns so ist. Ich dachte schon, das sind voll die Schweine, aber ne, passt, ist okay. Es gibt immer noch einen Übertrumpfung, John. Ne, die sind genauso, das ist cool. Sowas sind meine YouTuber nicht gewohnt, meine Zuschauer. Also bitte Contenance, ne? Ja, okay. Ich leg mich weg. Kannst du irgendein Musikstück drüber legen? So, ja, immer so ein Map. Shut up and sleep with me oder sowas, weißt du? Ja. Würde passen. Octavia schreibt aber das darf ich wohl nicht. Chat, ich glaube, seine Zuschauer sind froh, mal sowas zu hören. Na, wer weiß. Domian, kannst du ein Stück vorfahren, bitte, damit ich hinter dich kann? Ja. Mäh das Schild doch um. Wo?
Ja. So wird er den macht, über ein Felder Schild genietet. Zwei Schilde weggerammt. Eins, nur immer eins. Was ist denn denn Hashtag gerade los? Nico, sag mal bitte. Warum fahren die jetzt alle schon raus? Ich würde doch warten, bis die losfahren. Nico, sag mal bitte. Einfach rechts. Eigentlich nur Richtung Oslo. Okay. Don? Ja. Du bist weg? Ach nee, was du bin bist ich? Vorgefallen. Ja, kenn ich gut, ich bin weg. Aber überleg, ich geh jetzt. Steh hinter dir. Also, wir haben jetzt schon eine Aufnahme von 25 Minuten, wenn ihr das mal wissen wollt. Nee, meine rote Straße ist weg. Es dauert, also ich werde wohl ganz aufnehmen und dann von Zeit und dann immer schneiden. Das wird es dann besser bringen. Also, wenn ich nicht verabschiede während der. Mich nicht verabschiede, eher gesagt, während der Aufnahme und nicht wieder Hallo sage, dann wisst ihr Bescheid. Randy! Und Klick. Und Klick, ja, Randy und Klick sind unterwegs. Ja, ich weiß. Ach, die beiden sind unterwegs. Sachsen-Let's Player und Klicky sind unterwegs. Mal Hallöchen sagen. Hätten die auch mitfahren können. Wie macht ihr das da? Da kommt doch. Da sind die beiden. Da sind Sachsen-Let's Player. Oh, Sachsen-Let's Player und Klicky sind unterwegs. Da sieht man's mal. Hätten ja auch direkt mitfahren können. Hi, Schatzi, Schatzi ist endlich im Stream. Ich hab's auch mal auf Video. Yippie! Wir müssen noch auf Alex warten. Von hier mal schöne Grüße an die beiden. Ich müsste bald da sein. Unsere kleinen Sachsen. Vor der Tankstelle, vor diesen Schlängelinien, also vor der Unfallstelle. Ja, gut, dann lesen wir noch den Latten-Let's Player. Gut. Vielleicht kommt er mir entgegengerast, schauen wir mal. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sind mal wieder auf YouTube mit dem Konvoi, ne? Auf jeden Fall schon mal mit dem Video. Das war gut. Ja, komm, so mehr Werbung für uns, ne? Der Renault, der uns eben weggerammt hat, ist die Konsec Undercover, ne? Echt? Kann sein. Man weiß nie. Und nochmal vorbeikommen. Wie viel? Wir sind so um die 20, Schatzi. Wir haben da nicht durchgezählt. Vielleicht habt ihr das gehört. Die sind ungefähr 20. 16 sind wir, wie ich gerade gehört habe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Achso. Ja, ich komme in Kiel dann nachher. Alles klar, 14. Es hatten zwar 24, glaube ich, zugesagt. Aber ein paar haben schon abgesagt. Genau, kommen auch noch dazu. Von daher, wenn wir jetzt noch groß Werbung machen. Also, ist, ne? Es wird wahrscheinlich noch länger dauern, bis das Video fertig ist, bis ja. Wer es jetzt oh, ne? Ja, alles klappt. Ratsch, Liste ist voll. Oh. Wir müssen noch warten, immer noch ein bisschen, deswegen okay. Dauert das hier ein wenig. Da war mal Sachsen-Let's Player. Also. Sachsen-Let's Player ist weg. Wird er die Aufnahmen wieder löschen? Jo, auf jeden Fall jetzt kam mir der FR gerade entgegen und ein Renault. Und ja. Ich sag nur entgegen. Ja gut, wenn es ein Renault ist, ist ja, Schatzi, in Kiel habe ich mitbekommen, wenn wir in Kiel sind, gibt es erstmal eine 3-4-Stunde Pause Alex, und danach kannst du mitfahren. Und ich fahr mit den Teilchen mal dort. Okay, wie ihr gesehen und gehört habt, während der Pausen, den Fahrtpausen, werde ich auf jeden Fall erstmal stoppen. Nico, bist du mir gleich, ich bin direkt neben euch gleich, ne? Und dann werde ich dann, wenn wir wieder nächstes Mal losfahren, dann nochmal aufnehmen. Und so weiter und so fort. Aber die werde ich dann nochmal zweimal splitten, glaube ich, die ersten Folgen. Und ich werde die dann jeden Tag wohl mal hochladen. Aber das. Der sagt, dass der will, glaube ich. Okay. Du kannst mal ganz kurz noch warten. Ich bin nämlich direkt gleich. Ja, wir warten. Das wird eine lange Fahrt. Wir haben es jetzt schon 7 Uhr. Mit seinem Renault-Kollegen. Und wir haben noch nicht mal den ersten Stopp passiert. Wir müssen hier noch warten für alle, die jetzt reinschauen. Da sind die Leiter von Konvoi-Leiter, die sind alle rausgeflogen. Nein, Octavia nicht rausgeflogen, sondern eher gesagt umgefahren worden von einem anderen Fahrer.